Hallöchen. Hallöchen! Wir melden uns von einem ganz spontanen Wochenende. Wir sind nämlich einfach gerade in Hannover. Ja. Wir sind gerade, wie lange sind wir gefahren? 3,5 Stunden mit Stau und allem drum und dran sind wir gerade nach Hannover gefahren und das nicht ohne Grund, sondern wir sind heute auf der Dreamhack in Hannover. Yes. Wir haben eigentlich die ganze Zeit immer gedacht, so, yo, wir werden nicht auf der Dreamhack sein. Und jetzt haben wir gestern Abend um 23 Uhr einen Anruf bekommen, dass jemand ausgefallen ist bei einem Kundenbooking. Es ist nämlich einfach Ubisoft und da sagt man halt nicht nein. Vor allem, sagst wenn man. Du, sagst du echt Ubisoft? Ubisoft. Sagst du Ubisoft? Ich sag Ubisoft. Ich sag Ubisoft. Ich weiß auch nicht warum. Bei Ubisoft. Ich darf nämlich heute ein neues Spiel anspielen. Eins, was auch schon seit echt längerem auf meiner Wishlist steht. Deswegen, ich freue mich voll. Und ja, deswegen haben wir dann gestern Abend bis 2 Uhr nachts oder sowas Videos geschnitten. Alles Videos eingeplant und so. Genau, was halt bis Sonntag sozusagen auf der Dodo steht. Weil wir fahren. Wir sind todmüde. Ja, wir sind todmüde, davon unabhängig. Aber weil wir sind nämlich nach dem heutigen Tag auf der Messe, gehen wir heute Abend ins Hotel. Und dann geht es für uns morgen noch weiter nach Thüringen, weil wir da auf einem Geburtstag sind. Das heißt also, wir sind das ganze Wochenende einfach unterwegs. Aber ja, wir dachten uns, wir nehmen euch ein bisschen mit, wenn wir schon so spannende Sachen erleben. Und von daher bin ich jetzt voll gespannt, wie die Dreamhack ist. Ich habe mich, um ehrlich zu sein, mit der Messe gar nicht so krass auseinandergesetzt, weil ich halt davon ausgegangen bin, eh nicht da zu sein. Und ja, deswegen bin ich jetzt einfach mal gespannt. Ich glaube, es ist so von der Größe her ja viel kleiner als Gamescom, ne? Ja, definitiv. Ja, und Gamescom war halt meine erste Gaming-Messe und auch aber meine letzte. Was mich richtig deswegen wundert, hier ist Tote Hose. Hier ist nichts, das ist so krass, mal, dreh mal die Kamera. Hier guckt ist nichts. Euch das mal an. Also ich meine, die meisten sind schon drin, ist klar, ne? Aber trotzdem hat man ja so ein paar Zombies hier rumlaufen. Normalerweise, also wir sind auch gerade mit dem Auto gefahren und haben uns so gedacht, so, jo, wir gehen einfach dahin, wo die Menschenmassen sind. Hier sind keine Menschenmassen. Das fühlt sich an, als ob wir Sonntag hätten. Ja, als ob einfach heute noch kein Messetag ist. Aber ist heute ein offizieller Messetag oder ist heute wieder Ahnung. Nur so ein Ausstellertag? Ich habe keine Ahnung. Wir haben gestern Abend erst Bescheid gegeben, wo kommen das für hin soll. Ich wir sind nicht. Maximal uninformiert. Aber egal, wir gehen jetzt mal rein und gucken, was uns erwartet. Ahoi Matrosen, gleich geht's auf die See. Ne? Mit Sophie zusammen. Bert, weil ich bin nicht alleine hier, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber hier nach rechts in die Richtung sitzen noch zwei weitere Creator aus meinem Management. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber einmal Timid und einmal Stacy. Und wir werden heute zu dritt in Skull & Bones reingucken, im Koop-Modus. Und es wird, glaube ich, super. Capitalism. When corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. From the Indian Ocean, a flood of exotic goods feed new addictions and fill coffers with coins tainted in blood. And where there is blood, there are predators. Ich liebe die Art Spiele, ich liebe sie auch so sehr, deswegen ich bin. It's the British fleet! All hands to battle stations! So, Nino! Oh! Let's take that cargo and send them to the depths! You are surely missing it! Oh, bam! Oh Leute, mein Aim, ne? Das war doch Schnepper, oder nicht? Habe ich unendlich Munition? Hör, das sind ja voll viele! Was geht hier ab? Escape. Ja, ich glaube auch Mikado Escape.
Oh shit. Also ich glaube, das war vom Spiel so vorgesehen, Chat. Charakterstellung, oh yeah. Charakterstellung, immer geil. So, Moment. Das war cool gemacht mit der Pfütze. Shoot Cannon! Ja, das machen wir doch. Oh, was bringt mir das jetzt da drauf zu schießen? Ist das nur so ein, quasi, ist das nur ein Schießstand jetzt einfach? Oder bringt es mir was, hier drauf zu schießen? Sie auch hier? Nö, ich glaube, wir können eigentlich überall doch, die Schiffe. Doch, also ich muss da so, doch, ja. Also die Quest ist da hinten. Aber stehst du nicht gerade vor mir? Ja. Gehst vor mir. Ja, also ich, da hinten. Achso, ja, jetzt sind wir ja beieinander. Okay. Ja. Mit dem auf die Map wohin? Lass doch einfach da? Die zwei Schiffe, die hier gerade hinter uns vor uns fahren, hier einfach machen, oder? Ja. Wenn das auf der Markierung ist von der Quest, dann geht das. Ja, ja. Aber ich glaube, ihr guckt gerade verschiedene Schiffe an. Nee, warte mal, ich habe das mal da hinten markiert. Die Frage ist, können wir das gemeinsam machen? Ja, ja, also wir können das gemeinsam machen, ja. Okay, bei mir ist das andere hier, als ich so ein Ding auch. Kannst einfach draufhalten. Ich weiß gar nicht, ob das Schiff ist, was ich auch zerstören muss, aber... Unter Feuer! Ich werde angegriffen. Oh Gott. Aua. Ja, Peter, ist aber auch schon das große Schiff, ja? Ja. Ich bin tot. Ja. Was? Wie war's? Gut war's. Gut. Ja. War super, hat Spaß gemacht. Ja. Spiel ist cool. Also, aber ich hab's mir schon gedacht, dass es cool ist. Ja, ja. Ich sag mal so, die Erwartungen, die man an den Ubisoft-Titel hat, sind ja. Ach, Ubisoft jetzt. Manche haben es jetzt bewusst gesagt, nicht Ubisoft. Also die Erwartungen, die man an den Ubisoft-Titel hat, sind ja, glaube ich, eh immer relativ groß. Aber also ich muss sagen, dafür, dass es eine Beta war, hatten wir, glaube ich, ein einziges Mal das Problem, dass eine Quest sich nicht aktualisiert hat, aber ansonsten war es supi. Also gefühlt lief es besser als so manche Spiele, die full released werden. Deswegen hat es auf jeden Fall meine Vorfreude gesteigert auf den Release im Februar. Was steht jetzt an? Ja, wir werden jetzt noch so ein bisschen über die Messe laufen, weil die ist bis 20 Uhr geöffnet. Ich habe keine Ahnung, ob hier jetzt noch Programm ist um die Uhrzeit. Wahrscheinlich ja nicht, aber wir gucken uns mal ein bisschen die Stände noch an. Wir werden dann erstmal ins Hotel fahren, glaube ich, unseren Stuff ablegen und unser Zimmer anschauen. Und dann werden wir bestimmt noch mal losfahren, irgendwie was essen, oder? Würde ich jetzt zumindest mal denken, dass wir noch mal losfahren, was essen. Und dann geht's schlafen. So, weil viel mehr ist dann heute auch nicht mehr los. Und morgen geht ja unser Wochenende schon weiter. Das ist ja gigantisch groß einfach, ne? Also das geht ja, also Wahnsinn. Wie heißt das Ding? Ich habe keine Ahnung. Murat hat mir gerade gesagt, wie das Ding heißt. Aber ich muss eigentlich zugeben, ich bin auch nicht so der Star Wars Geek. Verkackt. Ja, ist echt so. Und hier haben wir irgend so ein Cockpit. Darf man da reingucken? Right in. Wir fliegen jetzt einfach weg. Boah, schon echt cool. Das ist geil. Oh. Ich zeig mal hier kurz die Seite. Hey, aber wie muss ich hier drin sitzen? Dass ich das fahren kann. Oder fahren? Also fliegen. Oder bin ich zu klein? Wie fliegt man das überhaupt so? Stell dir mal vor, du fliegst so einfach durchs Weltall und so um die Sterne. Crazy.
Das war schon wieder mit unserem Tag auf der Dreamhack. Es war ein kurzes, schönes Erlebnis. Das Spiel hat Spaß gemacht, die Leute waren cool. Wir gehen jetzt übrigens noch was essen mit den anderen Creatoren zusammen und vom Management. Lassen den Abend schön ausklingen. Das definitiv. Und dann geht's für uns schlafig machen. Ich glaube, kurzer Vlog, aber ein toller Einblick in unser Leben. Yay! Woo. An dieser Stelle von daher auch, ne? Danke fürs Anschauen. Haut rein, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Woo.